In diesem Parkhaus in Porto Alegre im Süden Brasiliens kampieren Menschen, die wegen verheerender Überschwemmungen ihre Häuser verlassen mussten. Heftige Regenfälle haben praktisch alle größeren Flüsse in der Region über die Ufer treten lassen. Die Behörden geben die Zahl der Toten mit 145 an. Mein Haus ist komplett in sich zusammengefallen. Im Haus meines Schwagers steht das Wasser bis zum zweiten Stock. Jetzt ist es zwar wieder etwas zurückgegangen und man kann wieder in den zweiten Stock, aber da herrscht Chaos, da liegen Tierkadaver. Das ist so traurig. Derzeit regnet es wieder in der Region und der Wetterdienst hat weitere Regenfälle vorausgesagt. Die Situation ist kritisch. Zuletzt sind die Wasserstände gesunken, aber jetzt steigen sie wieder. Und es braucht viel Zeit, bis all das Wasser abfließen kann. In Brasilien gab es zuletzt eine ganze Reihe von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen und Starkregen.